Heute ist es soweit, denn wir reagieren mal endlich wieder auf ein Video, was ihr mir geschickt habt, Freunde. Und heute habe ich mir so gedacht, Alter, ist das Video irgendwie ein bisschen komisch, weil wir haben einen Hamster, der ist einfach eingesperrt im Gefängnis und der muss irgendwie entkommen. Und Leute, ich erkläre gar nicht so viel, ihr werdet es auf jeden Fall gleich sehen. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr wieder mehr Videos sehen wollt, auf die ihr mir geschickt habt und wie ich reagieren soll. Deswegen, wenn ihr mir Videos schicken wollt, schickt es mir gerne bei Instagram. Am besten einfach einen Screenshot davon, nicht den Link, sondern nur einen Screenshot, wie das aussieht. Und ich würde sagen, Freunde, Abo da lassen, weil 70% der Abonnenten gar nicht abonniert. Ich würde sagen, Abfahrt mit dem Video. Und wenn ich sage, das ist vielleicht ein bisschen komisch, dann meine ich das auch. Wir haben hier nämlich so einen kleinen Hamster, Leute. Also den geht es natürlich gut, ne? Keine Sorge. Aber, wie man schon sehen kann, Toilette anscheinend vollgestopft. Und er möchte jetzt ausbrechen, weil Gestank und so. Und wie kommt jetzt am besten so ein Hamster aus so einem Gefängnis raus? Ich meine, der muss es ja irgendwie selber entdecken. So. Oha. Oha, okay. Also ich glaube, der Hamster, Leute. Jo. Jo. Oha. Oha. Alles klar. Jetzt wird er auf einmal gesucht, Leute. Jetzt muss der Hamster irgendwie... Ey, das erinnert mich ja voll. Ey. Oh Gott. Mr. Hamster. Mr. Hamster, du musst jetzt hier irgendwie entkommen. Quengelt er sich jetzt da noch drunter? Ah, ne, über. Okay, er geht da rüber. Okay, alles klar. Und schafft er das auch, Leute? Ey, es gehen einfach hier so richtig heftige Sirenen ab. Und ha. So, Mr. Hamster, jetzt hast du schon mal diese ganzen Sachen überwunden. Na, was machst du jetzt? Erst ein bisschen sauber machen. Gut, kann man natürlich auch machen, kein Problem. Aber er muss natürlich jetzt hier weitergehen. Hier ist nämlich so eine kleine Brücke, die mal hoch und runter geht, Freunde. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was macht dieser Hamster? Guck mal, er kann nicht mehr zurück. Das ist quasi in ein Tor hingefallen. Er muss jetzt theoretisch da lang gehen. Er kann nicht über die Wände rüberklettern, sondern er muss jetzt hier... vorsichtig, vorsichtig, Mr. Hamster. Oh, guck mal hier. Er klettert darüber und jetzt muss er... Oh Gott. Ja, ja, ja. Und Sackgasse? Hä? Oh nee, oh, guck mal. Der quetscht sich da unter durch. Ha! Ey, oha. Okay. Hier haben jetzt gerade so ein paar... Ey, das ist ja voll cool gemacht, ne? Der Hamster ist wahrscheinlich... Der hat wahrscheinlich voll viel Spaß daran. Guck mal hier. Der muss am besten rüber, wenn die Teile unten sind. Genau. Und jetzt auch wieder, zack, komm rüberlaufen, wenn die wieder unten sind. Perfekt. Und hat der Hamster auch schön auch wieder jetzt die Parcoursstelle überwunden. Wo ist der denn jetzt hier? Guck mal, Leute, unten ist einfach gefährliches, heißes Wasser. Damit könnte man den Hamster kochen. Deswegen, er rennt schnell rüber. Jetzt ist sogar noch einmal hier Lava unten am Start, Freunde. Wir haben einfach Lava. Und sei bloß vorsichtig, Mr. Hamster. Sei bloß vorsichtig. Die Lava ist nämlich echt heiß da unten. So, vorsichtig. Und der letzte nochmal hier. Oh. Ah. Na, nochmal kurz sauber machen. Ja, nochmal kurz sauber machen. Da ist keine Hamsterine auf der anderen Seite, wofür du dich sauber machen musst. Ich wollte gerade sagen, Leute. So, geht es auch schon weiter. In den nächsten Parcours rum anscheinend. Ich muss sagen, es ist echt voll cool, so zu sehen, ne? Wie der Hamster. Das einfach irgendwie... Oh, wie schnell der einfach rüberrennt. Der ist voll clever, Alter. Der ist halt echt voll clever, ne? So, jetzt hier durchs Hamsterrad so ein bisschen durch. Er muss jetzt theoretisch sogar, glaube ich, dieses Hamsterrad bewegen, um da quasi vorne ranzukommen. Guck mal, er muss jetzt quasi hier so einmal ganz kurz mit dem Hamsterrad laufen, damit er quasi gleich wieder links oder rechts rauskommt. Ich glaube nämlich rechts, links meine ich, genau hier, zack. Links kann er jetzt wieder raus und er muss eigentlich nur den Pfeilen folgen. Ob das der Hamster eigentlich checkt, Leute? Checkt er? Oh, 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 vorsichtig, oh, oh. Oh, 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 was soll, das war gerade mega, mega knapp. So, hier haben wir einfach so ein Fließband. Ey, was macht denn der denn da, Alter? So, hier jetzt auch noch. Alter, wie soll er denn das schaffen, Leute? Ja, oha. Oha. Ich sag's jetzt so, wie es ist, ne? Der Hamster, der ist clever. Der ist wirklich richtig clever. Der hat auch Köpfchen, ne? Guck mal, wie kriegt er sich jetzt am besten durch? Hier so ein bisschen links, rechts quetschen. Da oben, unten durch und zack, perfekt, perfekt und durch geht's jetzt hier. Okay, kann man machen. Oh nein, 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 eine Schlange, Leute. Da ist einfach eine Schlange jetzt beim Hamster und muss aufpassen, oh, dass die Schlange nicht berührt. Und hier nochmal eine Schlange, Leute. Und oha, was? Wie soll er denn das bitte schon schaffen? Die sind doch richtig, richtig schnell. Okay, er muss sich einfach nur ein bisschen ducken, glaube ich. So, okay, Hamster wird nicht verletzt, Freunde. In diesem Video werden keine Hamster verletzt, keine Sorge. Und jetzt muss er... Oh nein! Und er ist wieder hinten eingesperrt. Er muss jetzt... Oh!
Oh, oh. Verdammt, Leute. Verdammt. Der Hamster ist jetzt irgendwie... Er muss sich frei beißen. Guck mal hier. Der beißt sich frei. Der muss jetzt hier diese Gummibänder... Oh mein Gott. Wie will sich schnell freiknabbert, Alter. Komm, das nächste Drahtseil hier. Und... 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 Ja, und durch. Ich glaube, es sollte reichen. Ja, Hamster ist durchgebissen. Ey, der ist voll clever. Leute, ich sag's so, wie es ist. Der Hamster ist voll clever. Und jetzt müssen wir einmal hier noch über die Leiter rüberklettern. Komm. Warte mal. Ah, ob das so real war, Freunde? Ich weiß noch nicht. Ich glaube, das war eher Perspektivenwechsel. Und jetzt hat er hier... Ist das hier jetzt das Gold? Nee, das ist ein Heißluftballon. Er kann da durchziehen. Yippie-yay-yay. Okay. Also, wo fliegt der Hamster jetzt hin? Guck mal hier. Der ist ja gerade mitten im Himmel. Hamster? Alles in Ordnung? Ich glaube, oh, er ist gelandet, Freunde. Der Hamster ist gelandet. Wo ist denn der? Ich glaube, der ist an irgendeiner Burg oder so, ne? Oh. Okay. Okay, 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 okay. Ich glaube, er muss jetzt quasi hier so durchgehen. Und oh Gott. Oh Gott. Ey, da muss ich auch mal... Ey, guck hier nur eine kleine Extra-Runde drehen, Alter. Eine kleine Extra-Runde, ich glaub's ja nicht. So, hier, nochmal ganz kurz da durchquetschen, glaube ich. Komm, schaffst du das? Ja? Schaffst du das, dich da durchzuquetschen? Du musst durch die Mitte durch. Ja, ja. Oh, yebi. Okay, nicht schlecht. Und oh Gott, er muss jetzt quasi über Lava rüberspringen. Oder er macht natürlich auch einfach die Brücke da so rüber. Das kann man natürlich auch machen. Auch nicht schlecht. Oh. Nein, da ist eine Spinne. Da ist eine Spinne, Freunde. Pass auf, klar. Oh, oh. Schnell lauf, Hamster. Lauf nach links. Lauf nach links. Lauf nach links. Schnell. Schnell, schnell, schnell nach oben. Oh ja. Oh Gott. Da kam gerade. Die wollte gerade angreifen, Leute. Und wo ist er jetzt? Guck mal, wie er jetzt hier lang düst. Ha. Okay. Okay, okay, okay. Mr. Hamster. Der wird gerade ganz schön weit gefahren. Hm. Oh. Ich glaube, ich muss ja noch durch den Loch durch, ne? Komm. Na? In welche Richtung willst du gehen? Genau, geh durch. Ja, genau. Geh durchs Loch. Das ist es nämlich, Leute. Das ist nämlich genau. Oh nein, warte mal. Das Ding dreht sich sogar. Er muss quasi so ein bisschen nach rechts laufen, sonst fällt. Oh, oh, oh mein Gott, Alter. Der Hamster ist echt clever, ne? Hier, guck mal, was ist das denn, Alter? Hä? Okay, Hamster macht sich noch ganz kurz sauber. Er kann nicht mehr zurückgehen. Er muss jetzt quasi rüber. Um jetzt... Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. So, was ist das jetzt? Ich glaube, es sind Minen, die darf man nicht berühren. Gott, ey, Mr. Hamster, ich glaube... Oh, die Tür fällt schon wieder zu. Wo ist er jetzt? Wo ist er? Oh, er muss sich wieder dingsen, Leute. Er muss sich wieder freibeißen. Oh, bevor das Ding ihn zerdrückt, Leute. Bevor das Ding ihn zerdrückt, schnell. Beiß dich frei, Hamster. Beiß dich frei. Beiß dich frei. Das kommt immer... Oh, es kommt immer näher. Du wirst uns zerquetscht, kleiner Mann. Du wirst zerquetscht. Komm, nur noch das. Ja, du kannst, glaube ich, durch, oder? Kann er durch? Ja! Oh mein Gott, war das knapp. War das knapp, Freunde. Er hat sich durchgebissen. Oh, guck mal hier. Bisschen im Sand spielen. Bisschen im Sand spielen, Freunde. Alles entspannt. Muss auch ein bisschen Spaß haben noch, ne, wenn man hier irgendwie so einen heftigen Parcours oder so hinkommt. Und jetzt muss er... Ich glaube, das ist jetzt die finale Tür, oder? Die ganze Arbeit für so viel Belohnung, Freunde. Und das war noch ein Like-Button. Das heißt, wenn euch das gefallen hat, Freunde, wenn ihr mehr so von solchen Hamster-Sachen sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, Freunde. Check auf jeden Fall in der Beschreibung das Originalvideo aus. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.